Moin Giorno und willkommen zum Unboxing der Türchen 13 mittlerweile. Befindet sich bei Zack hier relativ mittig. Und das sieht nach Softbait aus. Es ist Softbait. Und wahrscheinlich ist das auch ein Trailer für die Chatterbaits beispielsweise. Weil ein Haken ist hier jetzt nicht bei. Sonst waren ja immer auch dazugehörige Hakengrößen zu dem Köder dabei. Ach, wir haben sogar unterschiedliche Köder, wenn wir hier mal schauen. Ich versuche das mal aufzukriegen hier, dieses Tütchen. Die sind nicht immer ganz einfach. Und auch dieses hier ist irgendwie, als wenn es wieder verschweißt ist. Ja, ein bisschen blöd. Aber denen verzeihe ich das gerne, weil dieser Kalender bisher echt abliefert. Okay, jetzt muss ich es irgendwie anders machen. Na, komm. Noch nicht gefrühstückt. So. Wir haben hier einmal, ich weiß nicht, nennt sich der Boggy? Habe ich gar nicht so drauf jetzt beim Zack Fishing, glaube ich, auch dieses Jahr rausgekommen. Sieht aus wie so eine Raupe. Und sehr weiches Material. Durch diese Lamellen hier ist er auch sehr beweglich. Hat hinten noch so einen kleinen Twister-Schwanz. Und vielleicht ist der sogar für den Chatterbait gedacht. Hier haben wir noch einen Edward. Okay, das erste Mal in diesem Kalender ein Edward. Es ist ja ein bisschen ja, verschrien, dieses Viech hier. Aber Leute, der ist fängig. Aber man braucht ihn nicht in 30% der Türchen oder so. Ja, die sind scheinbar gesalzen. Die Köder und ein Dude, nee, ein Wilson haben wir hier drin. Farbe schwarz, ziemlich groß, das wird dann kein Trailer sein. Wir haben hier einen V-Schwanz, einen V-Tail hinten. Und der ist mit so Glitterflakes versehen. Und ja, schauen wir mal, was uns Zack dazu sagt. Auf dem Türchen steht nämlich folgendes. Hier findest du die geballte Ladung an Trailern für die Türchen 4, 8 und 12. Okay, tatsächlich sogar der große Wilson. Was wie am besten zusammenpasst, erfährst du, wenn du dir das heutige Adventskalender-Video auf Zack Plus anschaust. Na, das können wir doch gerne mal tun. Auch hier wurde jetzt nicht gespart. Man hätte diese drei Trailer ja auch auf drei Türchen aufteilen können. Würde denn wir ein bisschen Ärger geben vielleicht, aber nein, Zack hat genau das Richtige gemacht. Richtig cool. Machen wir weiter mit Hecht und Barsch. Hier haben wir den Kalender und wo ist die 13? Ach, auf der rechten Seite. Hört sich auch wieder nach Hardbait an. Nee, ist es gar nicht. Ich glaube, okay. Das sind drei Drunkbaits in 8 cm Snowman Ziggy. Heißt der Köder. Den brauche ich jetzt nicht rausholen. So eine, ja, wie, Sonderfarbe. Ein Schneemann. Und, ja. UV-aktiv, geflavored. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Machen wir weiter mit MFB. Hier der Ultraleichtkalender. Hier ist die 13 auch oben rechts. Little Spinning Around, das hört sich ja schon nach einem Spinner an. Berkeley ist die Marke und wir haben hier ein Micro Spinnerbait. 2 Gramm ist sehr leicht. Wir sehen hier einen Jig-Kopf mit dem Twister-Schwanz dran. Und dann haben wir noch das Gestänge mit dem Rotorblatt hier, mit dem Spinnerblatt hinten dran. Wir könnten hier sogar zwei verschiedene Köder drauf fischen. Die Köder scheinen auch mit der Powerbait-Formel hier hergestellt gewesen zu sein. Und was haben wir noch? Golden Roach, so heißt wohl die Farbe. Der Micro Spinnerbait ist gut ausbalanciert. Und ja, werde ich mal ausprobieren. Habe ich selber noch nicht gefischt. Ganz interessant. So, zurück mit dir. Und dann geht's weiter mit dem Pro-Kalender. Hier ist der Pro-Kalender und hier oben rechts befindet sich das Schächtelchen. Er gibt die Richtung vor. Flash Union ist die Marke. Er gibt die Richtung vor.
Sind es Softbait? Nein, es ist kein Softbait. Das ist ein Super Direction Jig in 5,5 Gramm. Ja, das scheint ein Skirted Jig zu sein. Können wir hier sehen. Gehört auch noch ein Trailer rauf. Den würde ich, weil der Köder hier so, der Rest so dunkel aussieht, würde ich den Trailer jetzt ein bisschen heller ausfallen lassen, dass man ein bisschen Kontrast hat. Und zwar ist das, scheint das ein JDM Köder zu sein. Jo, ist in Japan hergestellt, beziehungsweise in Japan kreiert und in China dann hergestellt. Wir haben das Eco-Zeichen da drauf, was immer von Qualität spricht oder für Qualität. Und dieses Zeichen hier verrät auch, dass dieser Haken sehr rostresistent ist. Sowas können die Japaner ja schmieden. Ob Haken oder Schwerter oder so, das haben die ja echt drauf. Ja, die Farbe nennt sich 9, Nummer 9, und damit ab zurück in die Schachtel. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund, bis dann, ciao.